Alien eingefangen. Es gibt heute thailändisch. Oh. Na, wir rackern hier aber auch. Wa? Hast du bis jetzt Routen gelegt? Also das, was er filmt, ne? Das koche ich nebenbei. Deswegen ist das wieder... Routen liegen wieder. Schön gebadet, nochmal eben frisch gemacht. Wo hast du deinen? Anstoßen wollten wir noch. Ja, ich trinke aber Wein, weil dieser Rum, ich habe einen Rum geschenkt bekommen von Eddie. Danke, Eddie. Zum Geburtstag gestern. Don Papa, den trinkt Ed Skills auch. Ja, Prost. Aber den kann ich nicht trinken, dann bin ich dicke. Prost. Ja, aber einen am Abend. Ja, einer geht. Ich habe hier schon mal das Hühnchen angebraten. Jetzt schon mal kosten. Und das mache ich jetzt gleich in dieses Gemüse. Oh, jetzt sieht das zu Mehl rein. Oder wie hast du das angebraten? Ja, ja. Jo. Das sieht auch gut aus. Das mache ich in so einer Currysoße. Schön. Herrlich. Ja, Leute. Jetzt ist die Karten werden neu gemischt. Das passende Lied kommt auch. I do it my way, das passt ja. Frisch ist das geworden. Ja? Merkt man, es ist abgekühlt jetzt durch den Regen. Ja, ist kälter geworden. Also auf eine Wetter-App kann man sich überhaupt nicht mehr verlassen momentan. Schwedes hat gesagt, das funktioniert nicht, weil so wenig Flugzeuge fliegen. Die zeichnen irgendwie die Wetterdaten auf und deswegen ist das momentan so ungenau. Also eigentlich war angesagt, dass es die ganze Zeit über 30 Grad ist, sonnig. Mach mal leiser, ja. Gestern Abend war Gewitterregen, heute hat es wieder geregnet, morgen soll es auch fast den ganzen Tag über regnen. Es ist wieder geiles Fangwetter für uns, ne? Und wir haben jetzt noch, weil wir ja zwei Folgen machen wollen, oder machen wir ja, ist schon die zweite, läuft schon, glaube ich. Ja, läuft schon wieder. Haben wir richtig Glück. Aber krass, ich dachte immer, dass das Satelliten aufnehmen. Habe ich auch gedacht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wie auch immer. Wenn Schwedes das sagt, stimmt das, Leute. Jo. Jo, jetzt lassen wir schön den Abend hier ausklingen. Ist wieder spiegelglattes Wasser. Haubentaucher gerade da draußen am Gange. Weißfische ohne Ende. Werden wir gleich noch was Langes anziehen. Dann speisen wir gut. Sehr gut. Dann werden wir uns wieder früh ablegen, damit wir fit sind. Wollten wir gestern auch machen. Mike hat es geschafft, ich da nicht. Dann kam das Gewitter, habe ich noch ein bisschen gefilmt. Dann war es bei mir wieder 12:30. Ja, gut. Dafür habe ich heute mal Frühstück gemacht. Jo. Ja, los, Männer. Wir geil. Machen aus. Und das ist auch wirklich so, das muss ich jetzt auch mal sagen. Also ich denke schon, dass es real rüberkommt. Aber obwohl, wenn die Kamera läuft, so, dann, ja, man weiß halt, dann gucken andere zu. Ja. Und wir sind schon für uns und wir sind ein gut eingespieltes Team. Das merkt man, glaube ich, auch. Und wenn die Kamera jetzt aus, dann können wir uns auch entspannen. Wir haben richtig gerackert, richtig geackert. Und man kriegt nichts geschenkt im Leben. Und den Fisch, den Benni jetzt gerade, oder in der letzten Folge, in Teil 1, präsentiert hat, den hat er ja wahrlich nicht geschenkt gekriegt. Also, schönen Abend bis morgen früh. Gute Nacht. Gute Nacht. Dreh die Mucke auf. Ja. Wie er schwitzt, Elvin. Danach ist er tot gegangen. Weißt du eigentlich, dass an dem Tag, an dem Elvis Presley gestorben ist, am 16.08.1977, bin ich geboren. An dem Tag? Ja. Und ich liebe Elvis. Also gestern. Ja, ich liebe Elvis Presley. Im Freiwasser, Benni. Jetzt die ganz weit draußen. Ich hab... oh. Boah, Alter, was ein Spiegler. Den hab ich!
Der sieht gut aus. Jo, das bin ich auch. Geil. Fett. Fett, Alter. Boah, Leute. Hätte ich nicht mit gerechnet. Puh, echt kampfstarker Fisch. Hat mich bis vor die Büsche gezogen. Hat sich im Freiwasser gehakt, das Teil. Und wie der aussieht. Oder sieht der jetzt für mich nur so hell aus, weil mich Benny so blendet? Der ist so hell, Benny, oder? Jo, der hat da irgendwie so eine Verfärbung drin. Oh, der sieht geil aus. Schön, super. Hammerfisch. Hammerfisch. Geil, der nächste. Geiler Fisch, Leute. Echt geiler Fisch. Bye, bye. Boah, schwer hier alleine zu filmen. Gerade eben Mike ein. Jetzt lief bei mir das Teil hier ab. Der wird nicht groß sein. Ist ein kleiner hibbeliger. Mal kurz hier ein bisschen Schnur aufkurbeln. Gesehen habe ich noch gar nichts. Yo. Kleiner Schuppi. Jo, ein kleiner Schuppi. Der hier richtig terz. Schön gehakt am Derek. Abgefahrene Flossenfarbe. Wow. Ganz heller Fisch. Ganz, ganz hell sind die hier irgendwie alle. Ich wollte ihn hier eigentlich nur einmal kurz zeigen. Zack, da ist er weg. Yes. Eine gute Nacht zu werden. Richtig schön breiter Rücken. Geiles Teil. Fett. Morgen. Wundert euch nicht, wie ich aussehe. Ich habe gerade mein morgendliches Bad genommen. Schon wieder richtig heiß. Sobald die Sonne hochkommt, wird es warm. Der Fisch hier total ausgezehrt kam. Die Fische kommen ganz früh morgens vorm Hellwerden. Benny und ich drillen unsere Fische dann auch alleine. Das geht nicht anders, sonst verlieren wir sie. Dann läuft einer ab, sind wir beide im Boot. Wir haben den einen, da ist Benny mitgekommen gestern, habt ihr gesehen. Fische fressen unsere Nüsse. Der Fisch jetzt auch mal aus dem Freiwasser. Und dann soll er auch schnell wieder rein. Benny hat noch einen guten gefangen. Und dann wollen wir mal weitersehen. Ich zeige euch heute erstmal noch ein paar Ricks und so. Jetzt schnell wieder rein in den Lobby. Die südkoreanische Diva. Geil, Alter. Kann man sagen. Was ein mega geiler Spiegler. Der zweite richtig gute Fisch für mich. Ich hatte heute Nacht noch einen kleinen Schuppi. Den habe ich direkt wieder schwimmen lassen. Und danach kam dieses geile Brett hier wieder. Auf Schneemann, Flu, Pop-Up, Grill oben drauf, bei diesem trüben Wasser. Das läuft!
liegt er mit den großen vorn. Zwei große Fische. Haha, einen großen möchte ich auch noch. Geil. So, super, schnell wieder rein. Jo. Super Fisch. Liebe Bürgerinnen und Bürger, es ist soweit. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage, es ist jetzt alle, als werden jetzt jeden Tag Tausende infizieren sich. Ich kenne keinen, ich kenne echt viele, aber ich kenne keinen, Benny übrigens auch nicht. Nein, wir wollen jetzt mal Rix binden und wir müssen wirklich einschweißen. Wir müssen alles closed machen, weil die Krebse laufen hier nicht nur über Land, sondern fressen wirklich unsere Köder komplett an. Ich habe hier eine Tigernuss. Die habe ich jetzt so ein bisschen halbiert, die ziehe ich auf. In Heimarbeit habe ich viel eingeschweißt, schon mal hier Green Sardina Pop-Ups von uns. Hier Wafter, ummantelte Boilies, der Grill hier, alles eingeschweißt in Plastik. Und habe jetzt einfach mal drei verschiedene Rigs hier. Das an meinem Lieblingshaken, am Curve Short fische ich dieses Rig hier mit dem Carmotec Stiff. Das ist halt wirklich richtig stiff, das rollt sich so auf, wenn das von der Spule holt. Und ich habe das zuerst mal, weil ich das sonst, bevor hatte ich so noch nie Probleme, so schlimm mit Krebsen, habe ich das eigentlich nicht gefischt, dieses Vorfachmaterial. Und habe das dann immer mit Wasserdampf heiß gemacht. Habe jetzt aber gemerkt, wenn ich die Routen neu fahre oder wenn du einen Fisch abhakst oder so draußen, kann man auch einfach nur den Haken unten in den ersten Routenring machen, richtig fest anzerren. Und dann gehe ich halt mit Daumen und Zeigefinger über dieses gecoatete Material. Und dann ist das halt wirklich richtig steif und perfekt. So, das wäre jetzt halt dieser Curve Short. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich weiß nicht, ob es an den Krebsen, woran auch immer liegt, dass ich hier mit dem Stiff Straight, also White Gape Straight heißt der, weniger Fische geschlitzt habe. Und das nicht nur hier an dem See, sondern auch in den ersten beiden Folgen an den kleinen Seen, an denen wir gedreht haben, da hatten wir ein ähnliches Krebsproblem. War sogar ein bisschen schlimmer noch sogar, Benny, ne? Ja, ein bisschen war es schlimmer. Ein bisschen war es schlimmer. Also Benny hatte jetzt auch gestern mal eine Route gefischt und hat nicht eingeschweißt und hatte sogar heute Morgen noch, wisst ihr ja auch, dann so einen kleinen Kröpel da dran. Also am Straight hier nochmal. Was ich empfehlen kann bei den Krebsen, auch wenn man erst denkt, ist so Krebsversorgung, ich fische Poppies. Habe ich nämlich auch gedacht. Ich war mit meiner Frau noch mal privat nach dem Dreh an den kleinen Seen, wo wir letztes Mal geangelt haben. Und habe dann gedacht, oh, wenn ich mir Poppies einschweiße, das, die kriegen sie nicht, die holen die sich runter. Und du kannst das ja nicht so stiffy angeln. Und dann haben die mir das immer komplett vertüddert, das ganze Rig. Und als wenn sie das visuell, so ein Poppy, dann auch noch eher nehmen wie irgendeinen unauffälligen Sinker. Also an vier Routen, habe alle natürlich wieder alles auf eine Karte gesetzt, wie ich bin, vier Routen Poppies gefischt, alle runter, alle Poppies weg am nächsten Morgen. Also jetzt so. Und wie gesagt, man braucht keinen Wasserdampf jedes Mal. So, dann wollte ich jetzt gleich eine Rute legen, euch einfach mal zeigen, weil ich eine Rute rechts hier an dem Ufer runterfische und lege diese neue Submerge, dafür ist die übrigens mega, diese Orange, so orange wie meine Brille, lege die durch das Geäst, zeige ich euch gleich und möchte da gerne mit dem Illusion angeln. Dann habe ich auch ein sehr steifes Vorfach und ich liebe dieses Illusion von uns, gerade in sehr klaren Gewässern. Jetzt war der hier vor zwei Wochen noch klar, mittlerweile ist er wirklich milchig grün. Trotzdem möchte ich dieses Vorfach euch einmal zeigen und auch an der Stelle befischen für die nächsten 20 Stunden. So, ich binde in das Illusion einfach so eine Schlaufe rein, eine einfache Schlaufe und achte hierbei darauf, dass die Schlaufe einfach nur kleiner ist wie der Hookbait, den ich daran fischen will. So einfach. Und natürlich Illusion 20 Lips. Wir hatten das letztes Mal, als ich meine Flussrigs vorgestellt habe, da schrieb dann einer, yo, als wenn der Püker mit einem 12 Lips Illusion im Fluss angelt. Natürlich völliger Quatsch, macht er nicht. Das war zum Zeigen und die andere Spule lag im anderen Kasten bei Benny und dann ging es eigentlich nicht um die Lipszahl. Hätten wir aber auch darauf hinweisen können. Also natürlich mindestens 20 Lips. Wir wollen ja auf große Karpfen angeln. Das war für einen Fluss und auch für ein französisches Gewässer wie hier. Wäre das viel zu dünn, nicht machen, Männer. Sorry hierfür. Die sind ja auch nicht perfekt. So, der ist jetzt einfach eingeschweißt. Ihr seht das nur einmal rum. Man kann die auch doppelt einschweißen, dann kommen sie fast gar nicht mehr. Jetzt kriege ich das hier eben schon mit dieser. Nehmen wir die Nadel, ist ja scheißegal. So, jetzt kommt so eine leichte Aggressivität. Merkt ihr das? Nein, Quatsch. So,
das Ding da drauf ziehen und jetzt habe ich so die Länge. So, und jetzt nehme ich natürlich den Stiff Rig Straight Haken, also ein Haken von uns. Ich angle ja sehr gerne mit einer geraden Spitze, also den gibt es auch nochmal, wo die Spitze ein bisschen nach innen geht. Ist dann vielleicht Geschmackssache, weiß ich nicht, oder man hat einfach ein besseres Gefühl. Ich mag diese aggressiven Haken mit gerader Spitze einfach. Gehe jetzt wie immer, und das ist schön, dass man dieses Illusion so einfach durchbinden kann an einem Sinker, von hinten nach vorne durch. Also auch für Einsteiger ein ganz, ganz einfaches Rig wieder. Und wie gesagt, bei meiner Angelei wäre es auch völliger Quatsch, da auf so komplizierte Rigs zurückzugreifen, weil ich auch sowas im Boot nachts schnell binden kann. Ich benutze sehr gerne immer wieder neue Haken aus dem Päckchen. Ich mag das nicht, wenn man da mit der Feile rüber geht. Der Haken kriegt eine gewisse, also der wird ja rau, da kann er rosten. Und ich nehme die immer wieder aus dem Päckchen und nicht, weil ich jetzt, oh, der kriegt die ja umsonst, weil umsonst kriege ich gar nichts. Ich muss auch für alles viel machen. Also sind mir diese Haken auch natürlich, macht das nicht aus Spaß, sondern weil es einfach Sinn macht. Unter Wasser, wenn sich ein Fisch da, jeder weiß das, da muss der genau so nadelscharf sein wie dieser Haken. So, dieses Rig binde ich jetzt einfach gleich an ein schweres Inliner und fahre das jetzt gleich mit euch zusammen raus und zeige euch mal, wo ich mir die hier weghole, die Fische. Meiner Frau auch versprochen, der Indianer immer nur noch mit Schwimmweste. Ist doch klar, Safety first. Sind jetzt zur Route gefahren, haben die Route hier aus dieser Bucht, komme ich gleich noch näher drauf zu sprechen, rausgeholt. So, Hakenköder noch dran, guck mal, und den hatte ich dann auch nicht mehr eingeschweißt, nachdem ich die heute Morgen dann neu hingelegt habe, ist sogar noch dran. Jetzt haben wir hier mein Illusion an einem 22er, so, jetzt knüppe ich mir mal eben hier einmal, ah, wo war sie denn da, die hole ich mir jetzt. Und so mache ich das halt auch. Alter, jetzt geht's wirklich nicht, oder was breche ich mir hier einen ab? Wenn ich auf meinen Touren bin oder wenn ich früher Guidings gemacht habe, dass ich dann im Boot, zack, eben gerade mir ein neues Vorfach mit einem neuen Haken oder sogar einen neuen Haken dran binde. So, zack, zack, jetzt hier eben durch. Ich gehe jetzt bei dem Illusion auch nur einmal durch, weil es halt Mono ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zack. Jetzt will ich es ein bisschen kürzer, dann ziehe ich hier mehr dran, mache das schön nass, schiebe den runter. Gucken wir mal gleich mal, wie lang es ist. Ich hoffe, dass es mir nicht zu lang ist, sonst muss ich es nochmal kürzen. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich angle ja eh ein bisschen längere Vorfahrt hier wie viele andere. So, schiebe das hier kurz rüber. Das müssten jetzt 147 sein und so ist es, 142 so. Sag richtig rein. Manche sitzen fester, manche sitzen locker. Das kann nicht immer gleich sein. Da könnte auch ein Stückchen, habe ich schon mal gesagt, ein Stückchen Holz oder irgendwas, was man gerade hat dazwischen, dass es bloß richtig fest sitzt. Ich will, dass das Blei dran bleibt. Und wenn ich dann gerade so um Ecken angel und die Schnur auch mal locker ist und ich kann nicht immer den Druck halten, dann fällt nicht gleich der Haken aus dem Maul, sondern das Blei zieht das Ganze nach unten. Und der Fisch. So, jetzt, was ich eben gezeigt habe, geht mit dem Illusion natürlich auch hervorragend. Oh, es fängt Benny. Es fängt wieder an zu regnen. Das bedeutet, könnten wir tagsüber einen Biss kriegen. So, einmal schon mal rumfahren hier. So, jetzt mache ich das. Dann jetzt ein bisschen warten oder manchmal
ziehe ich so durchs Wasser, aber das reicht schon, zack, und dann ist das super. So, ich möchte gerne hier, also das Ufer geht das lang, das zeige ich gleich, das sieht man beim Zurückfahren. Hier angelt sonst keiner hin, vom Winkel ist das schlecht zu erreichen für viele. Und gerade bei einem Gewässer wie hier, also es waren viele Camps da, als wir kamen. Ich weiß jetzt den genauen Angeldruck kenne ich nicht. Zack, stopp. Da möchte ich halt eine Rute. Auch die ganz hinten in die Bucht rein. Die lag hier schon, der Boden war hier hart. Und klopfe ich nochmal. Ah, da ist er nicht mehr ganz so hart, das merkt man ganz schön. Da und, da liegt auch direkt Scheiße. Das ist jetzt mal gut, dass man das sieht. Fahren wir mal ein bisschen weiter rein und klopfen da nochmal. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Benni, dass das jetzt regnet. Du hast diesen Raincover nicht dabei. Geht das ja, ne? Noch geht's, ja. Noch geht's. Und sag Bescheid, so wichtig ist es nicht. Nein, doch, vielleicht ja schon, dass wir einfach auch mal mehr erklären. So, ich schwenke das Ding ja gerne und lege den, jetzt gucken wir mal. Oh, knüppelhart. Und den lasse ich liegen, dafür mache ich das lange genug. Die liegt perfekt so. Knüppelharter Boden, geil, so will ich es haben. Jetzt fahren wir hier ein ganz kleines Stück mal so raus. So. Und jetzt kann ich ganz genau über den Finger die Schnur vorsichtig straffen. Ich stehe jetzt nicht auf, normal würde ich jetzt aufstehen und werfe jetzt über die Kamera Diva diese Boilies. So, ich will die Rute hier noch absenken. Hier ein schweres von uns, 45 Gramm oder 43 Gramm war das ja immer in Unzen. Ne? Anderthalb Unzen sind 43 Gramm, wusste ich. So, jetzt machen wir den aus und jetzt ruhig so ein bisschen im Fahren. Dann möchte ich die hier gleich ganz nah an diesen Busch dran legen, dass der vielleicht sogar rausgeht. Vielleicht können wir es sogar hier so ein bisschen reinwerfen. Zack, da werfe ich das da so rein und ziehe die jetzt. Jetzt hängt er da, da will er noch nicht, soll er noch nicht hängen. So. Und jetzt kann man so ein bisschen, weil die bulgt sonst noch mal auf, ziehe ich so ein bisschen nach hier. Also jetzt habe ich die genau an der Ecke hier abgesenkt. Und vielleicht kommt der Fisch dann auch aus der Ecke raus. So, und jetzt, da ich jetzt eh abgesenkt habe, kann ich hier ja ruhig durch den Busch gehen. Oder ich fahre sogar noch mal ein Stück zurück, mache ich sogar noch anders. Mal lieber nach außen hin so ein bisschen und hänge die hier oben schon ein. Das sieht man bestimmt jetzt ganz gut. Zack, gehe hier rüber. Und das sieht jetzt erstmal ganz, oh, das ist aber riskant. Nein, ist es überhaupt nicht. Da ist jetzt ein Snack drauf. 0,60er Mono. Und so angelt hier halt keiner. Und vielleicht ist das schon einer der Faktoren, warum wir dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr kriegen. Weil die anderen Angler, ich hatte noch mit einem telefoniert heute Morgen, die haben ja alle geblenkt. So schön. So, und jetzt lege ich die hier komplett. Nicht, dass die geblenkt haben, das so war das nicht gemeint. Aber dass das dann klappt. Wir angeln halt dann schon noch mal anders. So, hier rüber. Und jetzt kommt der nächste Busch und das geht super. Die berührt hier gar nicht mehr und das ist halt toll nachts mit der Orange. Dafür haben wir sie wahrscheinlich auch gemacht. So. Und jetzt fahren wir hier bis zum Camp schön 80 Meter, 70 Meter dran runter. So, bei der Route die Bremse aufmachen. Ich will, dass der Fisch auch wirklich ablaufen kann. Gehe davon aus, er geht ins Freiwasser. Wenn nicht, wo soll er hin? Und selbst wenn der mal in so einem kleinen Ast unterm Busch hängt, kriegt man den da eigentlich wieder raus. Ja, los. Dann bescher mir noch einen. Ich habe ein richtig gutes Stückchen Fleisch von zu Hause mitgebracht. Ein richtig gutes Stück. Vom Fleischer meines Vertrauens. Der letzte Abend. Ich werde das jetzt den ganzen braten. Auch das schön mariniert, ein bisschen mit Senf eingerieben. Mache ich jetzt so eine Art Strindberg von, brate das hier im Ganzen in der Pfanne. Alle Routen liegen neu. Benni hat seine zum Schluss gefahren. Habe ich in der Zeit hier alles zusammengepackt. Wir hatten wieder viel zu viel Equipment dabei. Also wie immer. Aber man braucht ja auch viel. Der ganze Kamerakram ist noch hier. Wir setzen jetzt nochmal alles in die letzte Nacht. Der ganz, ganz dicke fehlt noch. Wobei es ja auch, Benni hat zwei so große Fische gefangen. Ich rieche sie ja nun nicht mehr. Ich habe den einen auf 18,5 oder glaube ich auch knapp 19 Kilo geschätzt. Der hatte dann 19, der zweite auch, der andere auch 19 Kilo.
Das sind richtig kapitale Karpfen. Vielleicht kommt noch ein schwererer, das wäre schön. Wir sind uns ziemlich sicher, Benny und ich, weil keiner am See ist. Doch ein Angler ist gekommen eben, unten in der Ecke. Aber sonst ist niemand am See, dass wir auch heute Nacht noch mal Bisse kriegen, oder? Jo, einer ist gekommen. Aber ja, es ist schwer. Natürlich, es ist schwer und dafür haben wir wieder fantastisch gefangen. Jo, ich hoffe, wir es ist jetzt nicht zu laut. Oh, Leute. Ich glaube, das ist nicht auf dem Bild, ne? Nee. Aber rutscht so da runterher. Ja, da kommt schon ein bisschen. Können wir noch ein paar Zwiebeln erzählen? Vielleicht noch mal was zu der Session so. Weiß ich nicht. Ja, also dass es irgendwie schwer wird, wussten wir. Aber das ist, was heißt im Allgemeinen so zäh? Ich habe es jetzt geschafft, eine Rute zum Laufen zu bringen. Es war zweimal dieselbe bei mir, die alle drei Fische gebracht hat. Bei dir waren es jetzt, glaube ich, zwei Routen, die Fische gebracht haben, ja. Und wie gesagt, ja, die Jungs hatten da ein, als wir den Abend kamen. Ansonsten glauben wir auch nicht, wir wissen nicht, was die anderen gefangen haben. Es war voll. Die sind dann alle abgehauen, ja, der auf den eine Sonntag, mich der auf den Montag. Der sagt, gar nichts. Ja, das haben wir auch schon gesagt. Wir glauben, die anderen haben alle gar nichts gefangen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig bei so einem See, der relativ flach ist. Wenn das so warm ist, das Wasser hat, ja, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, so 26, 27 Grad durchgängig, glaube ich. Und dann wirken sich diese Wetterschwankungen auch extrem auf. Oder aufs Beißverhalten der Fische auf. Dann gewittert es, dann regnet es, dann geht es wieder runter, dann kommt die Sonne, es ist wieder mega warm. Wir können super zufrieden sein. Es zeigen sich Fische im Freiwasser, wir haben Routen im Freiwasser verteilt. Ja, du hast einen, glaube ich, im Freiwasser gehabt, die anderen bei mir waren sie am Holz. Da beißt einfach nichts. Ja, aber wir haben letzte zum Glück überhaupt Nacht gefangen. So ist es, wir haben gefangen und ich finde auch überhaupt nicht schlecht. Also ich bin eh, mir gefällt auch diese Session so, vielleicht merkt man das auch so. Ich war von Anfang an im Flow, ich hatte vom Anfang an das bessere Gefühl so. Am Ende hat jetzt Benny hier die viel größeren gefangen. Mal hier so ein rotes Stück Fleisch. Oh, jo, auch nicht schlimm, wir sind ja beim Angeln. Und ich habe dann halt jetzt von einer Anzahl mehr Fische gefangen, aber die Größe kannst du halt nicht beeinflussen. Haben wir ja schon, guck mal, wie down war ich letztes Mal, ihr wisst es, in Folge 1 und 2 und fangen dann im ersten Teil und auch im zweiten dann wirklich zwei solche Ausnahmefische. Und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist super, das zeigt auch wieder, also für mich ist alles jo, gut gelaufen und für Benny auch. Jetzt essen wir schön, da solltest du gleich nochmal drauf führen, weil das ist so grandios. Und vielleicht können wir ja, Entschuldigung, dass wir auch die Fische beim, es ist halt schwer, wenn das jetzt hier, die beißen nur nachts im Dunkeln und der eine, der war am Abend, den hast du ja leider noch verloren und sonst ja gut, aber sonst kommen sie im Dunkeln und dann müssen wir halt, wenn dann beide vom Camp weg sind, dann reißt der eine sich einen im Holz ab und das ist auch nicht Sinn der Sache. Und gestern, diesen hellen Spiegler, zur selben Zeit hatte ich eigentlich meinen Biss mit dem Schuppi, ich war gerade im Boot am Film, hör meine Rute, so wir hatten den gerade drinne, krieg den Biss, bin zurück, fang diesen kleinen Schuppi. Und ja, wenn du nicht sofort an der Route bist, dann sind die nachher im Holz, die so nahe liegen. Das geht dann schnell. Zum Glück, wir haben einen drauf, wie du den noch gerade am Drillen bist und in den Kescher geht. So das ist natürlich nicht einfach dann, aber... Aber das soll ja auch die Format nicht sein. So. Die haben jetzt auch ja viel so, ja, dann waren welche, warum erklärt ihr nicht noch? Natürlich werden wir auch noch erklären und wir haben ja auch gesagt, ihr könnt auch ruhig mal in die Kommentare schreiben. Das habt ihr dann ja auch, das wollen genau, wir noch sehen. Genau, haben wir jetzt ein bisschen drauf eingegangen. Aber auch wir wollen das ja locker halt und das kommt ja auch rüber, so wie wir das leben, wie wir wirklich sind. Und denke, ein bisschen Unterhaltung, genau, locker. Die Szene ist so voll und mit guten, tollen Anglern, die auch was machen vor der Kamera. Und dann lasst die das mal erklären, weil Benny und ich sind alte Freunde und wir wollen euch ja auch ein bisschen belustigen und euch zeigen, ja, wie wir das Fischen auch leben. Ne? Und da gehört gutes Essen bei uns dazu und ein gutes Glas Wein. Und von daher sage ich schönen Abend. Wir essen noch mal schön. Und vielleicht sehen wir uns gleich noch mal vor der Kamera. Ich hoffe nicht wieder im Dunkeln. Vielleicht geht immer einer hin. Sehr schön. Aber egal, ich bin diese Session, muss ich sagen, auch deutlich entspannter als die erste. Fand auch nicht schlimm, dass ich die ersten zwei Nächte gar nichts hatte. So, dann habe ich gedacht, naja, es wäre schon schön, habe die nochmal neu gelegt. Und dann kam ja auch direkt einer. Und gleich so ein Teil. Jo, und jetzt? Der weiße war geil von mir, dieser marmorierte, auch ein Ausnahmefisch, super. Schön. Jetzt gehen wir in die letzte Nacht. Und das? Hat es noch so gedonnert und gegrummelt schon wieder. Wieder sagst, oh, das regnet, ich sag, das regnet wieder nicht, das zieht vorbei. Und jetzt ist wieder, ja, Sonne draußen. Ist wieder weg, Sonne draußen. Und Handy. So, und jetzt lassen wir uns dann. Ja, los, da muss ich auch dran gehen. Das Rumsteak schmecken. Jo, da filmen wir noch einmal drauf gleich.
Das wird richtig lecker. Dazu machen wir schön Pfifferlinge frische. Die braten wir hier mit diesem Glockenbeune-Speck an. Und schön Zwiebeln noch mal, ein bisschen Ei rein, vielleicht ein bisschen Feta. Mal gucken, ich will ein bisschen zaubern. Dann lassen wir es uns schmecken. Kann das Leben geil sein? Kann es. Geil, Alter. Ein richtig guter Start in die letzte Nacht. Der erste Fisch. Das fängt doch mal gut an. Richtig geiler Spiegler. Auf die Route, die mir auch schon die anderen Fische beschert hat. Ist noch recht früh. Ich glaube 11 Uhr oder so. Da geht bestimmt noch einer. Fett. Die letzte Nacht ist rum. Ich konnte heute Morgen kurz vorm Hellwerden nochmal einen schönen Spiegler fangen. Kein großer, aber jeder Fisch zählt. Es war richtig neblig, man konnte überhaupt nichts sehen. Hatten einen richtig schönen Sonnenaufgang. Ja, Mike konnte auch nochmal zwei Fische fangen. Die wird er euch gleich noch zeigen. Wir haben soweit alles zusammengepackt. Mike holt gerade die letzten Ruten rein. Dann geht's ab auf die Piste Richtung Heimat. Und den setze ich schnell wieder rein. Benni, Alter! Wieder beim Einpacken, Alter! Letzte Route, ich habe die andere gerade rausgedreht. Direkt vorm Durchlauf. Komm mit ins Boot, Benni. Jo, warte. Schwimmweste bring ich mit. Alter, diese scheiß Schwimmweste. Jetzt ist die hier zu, Alter. Bitte lass mich den jetzt nicht verlieren, Männer. Hab ich immer an die Dinger. Komm rein. Jo, fahr. Fertig. Wenn wir den jetzt noch kriegen, das wäre ein guter Abschluss, Junge. Oh, der ist da unter dem Baum, schau mal zu. Ich glaube, der Fisch ist frei. Irgendwo hängt er da unter. Ist an? Ja, läuft schon. Ich sitze hier noch. Ja, okay. Und? Jo. Er ist frei, Alter.
Er ist wirklich frei. Das macht natürlich gar nichts. Na doch, der Henker hast dran. Der schlägt so mit dem Kopf. Wow, Alter. Nein. Alter, da hängt irgendwie Scheiße drin. Aber der Fisch ist noch dran, siehst du? Oh, Alter. Komm, 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 ganz ruhig. Ganzen Baum mitgefangen. Ja, vielleicht mal rausmachen den Baum da. Mit dem Baum keschern. Mit keschern. Da ist er doch irgendwo. Der Schwall ist doch schon da. Da ist er. Hast du gesehen? In der grünen Suppe siehst du gar nichts. Grüne Hölle. Da, jetzt ist der Ast draußen. Da, der ist gar nicht so. Yo, in den Kescher rein, geil. Yes, letzte Fisch, Leute. Oh, es war uns wieder ein Heidenspaß. Ich habe noch zwei im Sling. Filmen wir jetzt ab und dann machen wir uns auf den langen Nachhauseweg. Oh, gekriegt, Alter. Direkt hier vorne, da geht's rein zum Schoner unter dem Baum, der hier rüber ragt. Jetzt ziehen wir unterher. Ja, nochmal richtig Action zum Schluss. Einer der wenigen Fische, die im Hellen kamen. Dieser Fisch auch wieder auf unseren neuen Red Krill. Super. Jetzt haben wir noch zwei, oder ich habe noch zwei im Sling. Benni, ich glaube, du hast deinen schon. Ja, der ist schon weg. Der ist schon weg. Und ja, dann machen wir uns auf den Nachhauseweg. Wie schnell die Zeit verging, war eine super schöne Session wieder mit dir, Benni. Hat mir einen Heidenspaß gemacht. Diesmal haben wir beide gut gefangen. Die beiden größeren gingen auf dein Konto. Es sei dir gegönnt. Dankeschön. Bitte, bitte. Und ich habe echt Bock, weiterzumachen. Definitiv, ja. Jetzt holen wir die anderen beiden nochmal und dann geht's ab. Ja, das ist der eine von den beiden von heute Nacht. Der andere ist eine richtige Perle. Den hole ich jetzt aus dem Sling. Schön, der Püker hat eine richtige Serie. Oh, guck mal hier. Hat er aber schön, die Nüsse haben sie gefressen. Danke nochmal, Benni. Ich hatte gar keine Nüsse mehr. Habe ich gefragt, kannst du mir auch ein paar mit ansetzen? Guck mal, schöne Schuppenbilder. Dann haben die hier diese Flossenkrankheit, auch wie in Köln. Siehst du das? Diese kleinen Mini-Flossen hier. Der andere eben auch schon. Ja, guck mal, heute Nacht dachte ich, ich habe nur im Kescher dann die Scales gesehen. Aber ist ja auch ein schöner Karpfen. So, dann einmal präsentieren hier den Abschlussfisch. Wieder ein Milchner. Guck mal, verkrampft sich noch ein bisschen. Super. Und jetzt die lange Fahrt. Darf schwimmen, nicht, dass ihr denkt, wir essen die alle. Und wie gesagt, beim nächsten Mal, wir wissen auch noch nicht, wohin es uns verschlägt, wenn es wieder heißt, Benni. Der Indianer gegen den Südkoreaner. Genau.